Mit der Waffe, warte mal. Es gibt aber keine Waffe, die wirklich besser als die eine hat. Der andere hat echt gehabt. Und das ist, was ich jetzt habe hier. Aber echt, hört man das so, wenn ich hier weiter hinten bin, dass ich eine andere Stimmlage habe, okay? Irgendwann, ich hopp mich mal wieder richtig hin. Ja, richtig hin. So, jetzt sitze ich wieder gescheit hier. Noch einen Schluck trinken. So, okay. Naja, ob es wirklich so besser ist vom Hals her, habe ich ja auch da ein bisschen Props vom Hals her. Vielleicht leicht über die Nase reden, aber jetzt müsste eigentlich fast wieder normal sein mit der Stimme. Ach so, nee. Nee, du bist ja da, ich kann nicht deprimiert sein. Alles bestens, alles geil, alles cool. Ich finde es ja interessant. Ich will ja auch so gern schießen können wie die anderen. Die drehen sich einmal um, schießen einmal und ich bin tot und. Ich kann ja noch viele Sachen testen und probieren. Ich habe diesen Modus jetzt hier neu entdeckt. Da musst du Punkte einnehmen. Da wirst du mehr oder weniger gezwungen zusammen zu spielen. Die Spieler müssen zu dem Punkt hinkommen. Ja, da hatte jeder seine Favoriten. Black Ops 2, dann Modern Warfare 2 oder 3. Da hat jeder seine Favoriten da. Und es sind halt sehr kleine Maps hier. Also ich würde am liebsten gar nichts haben, nur ein Punkt in der Mitte und fertig. Keine Waffe, gar nichts, dass ich halt volle Sicht halt habe. So wie ich früher Quake gespielt habe. Also nichts, kein HUD, gar nichts, keine Anzeige, vielleicht nur von der Munition. Aber sonst nur ein Punkt. Ein Punkt in der Mitte, ein ganz kleiner Pixelpunkt. Und da, wenn der Gegner da drin ist, ist er tot. Vorhaut schon wieder hier. Nee, das passt schon. Das ist okay. Ich habe ja noch viel zu entdecken bei dem Spiel. Es macht schon auf eine Art Spaß, nur möchte ich halt dann noch üben und so ein bisschen rumprobieren. Alles gut hier. Also ich mag dieses, meinst du mit Oldschool World War 2 oder sowas? Sowas mag ich überhaupt nicht. Wenn dann sowas erfunden ist wie Quake oder Unreal, kein so Militär-Shooter-Ding. Aber das passt schon. Yo Lara, WB, da bist du ja wieder. Na, ausgewhatsappt hier, ist dein Freund schlafen gegangen. Mein Freund wurde bei Arcage gebannt aus Versehen. Ist der mit dir zusammen in der Gilde? Bei dem Streamer da? Und von wem aus Versehen? Und wenn das aus Versehen passiert, kann man ja
kann man ja das wieder rückgängig machen, bestimmt. Wie viel Lader? WB-Lader. Nein, sein Akku war leer. Okay. Ja, aber das ist doch kein Grund, oder? Der hat doch bestimmt einen Anschluss, den du nicht hast. Du musst ja wechseln, er nicht. Ich habe jetzt auch noch einen Akku für mein Handy bestellt. Da ich ja lange weg sein werde. Tagsüber, Therapie und so ein Scheiß und von daher. Brauche ich auch einen zweiten. Tür hat's gemacht, angeblich haben Clients rumgebastelt. An dem Tag wurden 30 weitere Leute gebannt. Tyrion sagt nur, es war ein Versehen. Naja gut, wenn Tyrion sagt, es war ein Versehen, dann wird ja die Bann-Dings dort wieder aufgehoben. Die Sperre. Der Bann. Entbannt, entsperrt oder wie auch immer. Oder etwa nicht. Naja, und wenn nicht, dann muss er sich halt ein. Ist er free to play, dann macht er sich einen neuen Account, spielt mit dir. Und levelt dann nochmal, ist doch kein Problem. Mit dir macht man das doch gerne, egal wie. Vom Bett aus laden die ganze Zeit, okay. Wir sitzen seit fast einer. Da die Leute. Hey Chicken Wings, Baby. Jo, passt, passt. Bisschen hier das Spiel versuchen zu üben, zu verstehen. Dauert noch ein paar Wochen, paar Monate. Naja, macht ja nichts. Es ist ja nur virtuell, Ria. Es ist ja nur virtuell. Es ist alles gut. Das Wichtigste ist, mit dir zusammenspielen. Was man in-game kriegt, ist ja nur nebensächlich. Jetzt sei mal nicht so. Schon Verständnis haben der Gags hier. Zwei Häuser, vier Gärten. Hey Lade, wie geht's deiner Schwester? Wow, was? Lade, was hat ihr denn mit deiner Schwester zu tun? Ja, was soll die Rotze? Ja. Ich weiß schon, das ist Kacke. Würde mich auch verdammt aufregen. Okay, Gex, bin in 2 Jahren wieder da, wenn du besser gefühlt. Dann bleib lieber ganz weg. Mir geht's gerade richtig dreckig und meiner Schwester geht's zum Glück ganz gut. Ach stimmt, Schwester hatte ja die OP. Ja, habe ich ja ganz vergessen. Alles klar. Wieso geht's dir denn jetzt dreckig? What the fuck, was ist denn los? Hä? Ja, das ist scheiße hier. Wird mich auch voll ankotzen. Ich habe jetzt nur ein bisschen rumgetrollt hier. Was das angeht, aber. Ich kenne das von einem anderen Spiel her, was ich jetzt nicht sagen möchte, den Namen. Und da bin ich teilweise bei einigen Sachen immer noch am Rumprobieren und hab's nicht wieder gekriegt nach einem Jahr. Obwohl ich unschuldig bin. Aber ich weiß erstmal die Unschuld. Na, das scheint anscheinend heutzutage modern zu sein hier. Lara, ich mach das auch nicht, aber ich schätze mal, dass es 90% der Jugendlichen sowas machen. Wenn nicht mehr. Ey, bin schon blam genug hier. Obwohl, vielleicht genau das würde helfen, meinen Muskeln und Nerven zum Entspannen.
Aber ich hab's noch nicht gebraucht. Bin ja ein braver Gex. Ich bin ja hier nur vom PC und spiele hier. Ja, und nun, was habt ihr denn weiter vor hier? Ria? Also bei mir geht's da eher um... Ja, Klagen. Habe ich Geld? Kann ich gegen eine mächtige Firma ankommen? Oder... Also weißt... Bei mir geht's da eher um... 6, 7, 8... Ja, 7 Jahre, 6, 7 Jahre Spielzeit. Wo ich auch alles hatte, aber... Egal. Ist genauso, wie wenn ich jetzt, sagen würde, mir gefällt das Fenster in Windows nicht und klag jetzt Microsoft an. Kann's vergessen. Ja, gute Idee. Verstehe ich den Standpunkt. Diese Gekiffe ist schon dämlich ertrennt, wenn ihr mal weg ist. Ja, Keksoße, ja, ist halt so. Aber hey, das machen alle, von daher muss es halt cool sein, kein Plan. Flower Power oder was? Chicken, na klar, aber bringt nichts. Mal ebenso eben kann ich auch nicht, weil er nicht bei mir in der Nähe wohnt. Und ja. Ich hab die Hälfte meiner Freunde das Kiffen verloren. Das ist scheiße. Rasen ist zum Volkssport geworden. Ich bin da auch nicht so, aber ich schätze mal, dass das viele auch gemacht haben hier. Warum denn was? Warum da? Auf der Xbox oder was? Ja, ich mach's ja auch nicht, aber die meisten. Und die reden noch drüber. Wieso bin ich so verlangsamt worden, so? Was heißt denn One to Second Freunde verloren? Waren sie dann. Sind sie dann irgendwie scheiße drauf gewesen oder so? Oder wie oder was? Zu dir oder so, weil du es nicht gemacht hast? Oder. Haben sie sich verändert? Eher verändert, oder? Der Waffe nicht machen kann, ist wenn ich jemand anvisiert habe und sich jemand bewegt, dann kann ich überhaupt nichts machen hier mit der Waffe. So sehe ich da nichts über Kimberly Korn. Sehe ich überhaupt nichts. Wo denn? Jo, ist schon 3.18, genau, ja. Ist schon 3.18. Gexel, still am Ballern! Ja, meiner 3, du, meiner... I can't hit any target. It's a mission, is Gex impossible, watch out! Und ich probiere jetzt einige Waffen aus und irgendwie... sind die alle sehr komisch. Ich muss wieder meine normale hier näher nehmen. Das ist die einzige, mit der ich überhaupt was treffen kann. Wow, what the fuck?